Kein Schwarz-Rot-Gold für Polizisten während der EM in Deutschland, keine Deutschlandflagge. Das hat das Innenministerium ja entschieden, beziehungsweise der DFB, wer auch immer, zum Wohle der ausländischen Fans, die dadurch irgendwie traumatisiert werden könnten. Und wir warten darauf, dass auch das Kneipenverbot für diese Fahnen kommt. Denn ich meine, diese Millionen Fans, wenn die in die Bars gehen und dann die Flagge sehen, bis ans Lebensende Traumata sind da möglich. 64 Jahre ist Nena jetzt alt. Alles Gute nachträglich. Gestern Geburtstag gehabt am 24. März. Und neben ihrer Eigenschaft als Popstar in Deutschland hat sie natürlich die letzten Jahre geprägt als mutige Frau, die sich dem Mainstream entgegengestellt hat, gegen den Wahnsinn und war vielen Millionen Menschen in diesem Lande ein Hoffnungsschimmer dafür. Danke, Nena. Danke, Nena. Lothar Wieler als RKI-Chef damals hat er ja seine Arbeit wunderbar geleistet und wurde auch belohnt mit dem Bundesverdienstkreuz für seine Leistungen. Hat die FFP2-Masken durchgesetzt, hat durchgesetzt 2G, 3G, hat durchgesetzt, dass man die Ungeimpften ausgrenzt und so weiter. Und jetzt kommt ja im Nachhinein raus, das RKI war da intern durchaus anderer Ansicht, aber nach außen hat er das entsprechend politisch dann anders umgesetzt und dafür hat er natürlich sein Bundesverdienstkreuz absolut verdient, nicht? War ein verdienter Beamter dieses Staates. Sage und schreibe 14.000 Seiten und 100 Stunden Videomaterial hat der Verfassungsschutz bis jetzt gegen die AfD gesammelt, um zu beweisen, dass es sich um eine rechtsextreme Partei handelt. Aber irgendwie kann man es nicht beweisen bislang. Es reicht noch nicht aus. Vielleicht könnte es ja daran liegen, dass die Partei gar nicht rechtsextrem ist. Ist aber ein völlig irrer Gedanke, ich weiß. Völlig irrer Gedanke. Karl Lauterbach weist die Vorwürfe, dass die RKI-Protokolle eine politische Einflussnahme zeigen würden, aufs Heftigste zurück. Er sagt, das ist völlig absurd und spielt nur gewissen Gruppierungen in die Karte. Die Gruppierungen sind natürlich Maßnahmenkritiker, die im Nachhinein recht hatten und jetzt sagen, es müssen Konsequenzen folgen. Und die Konsequenz für Lauterbach ist natürlich der Rücktritt. Besonders panisch auf die Veröffentlichung der RKI-Protokolle fällt die Reaktion von Janosch Dahmer aus von den Grünen, einem fanatischen Verfechter der Corona-Maßnahmen, Zero Covid und so weiter. Es ging ihm niemals weit genug. Er wollte niemals lockern. Und jetzt sagt er, das Ganze könnte auch eine Einflussnahme von ausländischen Nachrichtendiensten sein.